Hallo und willkommen zurück. Na, oh, gleich können wir uns eine Insel kaufen. Gleich können wir uns noch eine Insel kaufen. Muss meine Kredite irgendwie loswerden. Wie haben wir noch? Ich glaube, für 7.000 holen wir uns einfach einen. Es ist egal. Wir müssen uns eh eine Insel kaufen. Hier. Wir nehmen die. Die klingt am Plan. Impossifiziert. Ja, weil es am meisten Sinn macht, die Geschäfte zu impossifizieren. Weil. Hier sind zwei davon. Das ist mich nichts. Mehr Geld in die Kasse spülen, ne? Jetzt kommt wieder Geld rein. Komm, gib mir 7.000. Damit ich mir noch eine Insel kaufen kann. Nur muss ich einen großen Kredit aufnehmen. Er darf keine 4 kriegen, also muss ich ja zumindest eine. Ich muss die kaufen und die. Die beiden muss ich kaufen, dann kann er nicht mehr gewinnen. Dann wäre Hemlock besiegt. Komm aber irgendwie nicht oft über diesen Punkt hinaus, ne? Dann müssen wir überlegen, wie kommen wir. Wir müssen hier so einen Abzweig bauen. Oder hier so einen Abzweig. Komm, gib mir 7.000. Landerweiterung. Zack. Kaufen. Weiterspielen. Tada. Ja, Hemlock, eine Insel noch und du hast verkackt. Du kannst nicht mehr gewinnen. Das werden wir uns überlegen. Das werden wir uns wirklich überlegen. Momentan passiert hier auch nicht viel. Ich muss die Leiste irgendwie voll bekommen. So, sind die Achterbahnen relativ voll? Was sagen die Leute? Der Band 2 ist ein Schnäppchen. Nur 30 Cent höher. Ich möchte gern irgendwas haunten. Gäste? Ziemlich in Ordnung, das ist okay. Da haben wir den richtigen Preis getroffen. Ich möchte jetzt mal ein Fahrgeschäft, das ich noch nicht so kenne. Wir machen das anders. Wir gucken jetzt mal Attraktionen rein. Welches Fahrgeschäft Toiletten? Pendel. Pendel macht am meisten Kohle. Ja. Ich würde sagen, was macht eigentlich am wenigsten Kohle? Du bringst miese. Das ist nicht geil. Aber okay. Krasse Krake. Das werden wir impossifizieren, die krasse Krake. Vielleicht kann man da nochmal. Was sagen die Leute? Viel zu kurz. Krasse Krake ist also viel zu kurz. Das wird ein großes Problem sein dann. Okay. Wie ändern wir das Problem? Moment. Wir halten mal wieder kurz an. Eingang.
Dann machen wir das so. Ja, King in Begleitung. Der Eingang ist da, danke. Ist jetzt immer noch zu kurz. Ah, lernen hier immer weiter zu. Wenn die Wege zu kurz sind, ist also auch Kacke. Dann lassen wir mal die... Ist eigentlich auch die Wege sind zu kurz. Der Wartepfad ist einfach zu kurz. Das ist der Wartepfad, die richtige Länge also auch entscheidend. Über Erfolg und Misserfolg. Okay. Hier ist es grün, das Ding ist sehr positiv. Mhm. Dann machen wir das anders. Eingang. Kurz einmal Stopp machen. Wir brauchen einen ganz normalen Weg. Breiter. Was haben wir hier? 6? Jo. Wir machen das so. Eingang bauen. Und Rumpelpumpel kommt hier weg. Machen wir nach da. Gut, weiter geht's. Weiter geht's. Ich glaube, die müssen so getimed sein, dass du die mindestens einmal voll machen kannst. Oder zweimal. Das würde ich jetzt mal schätzen. Jo. Das wird jetzt besser. So könnte man vielleicht noch ein bisschen mehr Geld raus. Ja, das ist klar. Oh, Spukschloss. Da gucken wir gleich mal hin. Was sagt das Spukschloss? Alles grün. Dann pumpen wir dich auf. Dann pumpen wir einfach dich auf. Das klingt nach einem Plan. Vielleicht sollte man die auch erst ab einem gewissen Punkt impossifizieren, wenn sie so ein bisschen... Das läuft. Müssen wir mal gucken. Das ist in Ordnung, das ist sehr schön. Okay, langsam, langsam klingelt's. Hier ist ein Soundpark. Machen wir das so. Na komm, gib mir 5. Mir einfach 5. So, was haben die Leute denn für ein Problem? Mülleimer, schmutzige Bereiche. Kann man sich das angucken? Da gibt es doch garantiert über die... Das Gefühl, kritische Werte? Hab keine. Mhm. Wartungszustand gewinnen. Ja, komm, gib mir 5. Mal gucken, was aus Haunted House wird. Bin so gespannt. Ja. Auf jeden Fall sehr geil. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Ja, fühle ich so ein bisschen. Wie furchtbar dreckig, okay. Was sagt mein Mitarbeiterpool? Effizienz.
Aber wirkt das Geschwindigkeit und Qualität aus Effizienz. Okay. Je mehr Sterne die haben. Okay. Der Weltbesucher. Erfahrung. Jetzt ist aber die Sache, ich sehe schon wieder, dass die Gehwege teilweise stark verschmutzt sind. Jo, das geht ab. Ich glaube, ich leiste mir nochmal eine Reinigungskraft. Was sind jetzt die Gedanken? Total begeistert. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So muss das sein. Genau so muss das sein. Was haben wir denn jetzt hier? Rampenmodul? Ich hab genug davon. Kanonenmodul? Ah, okay. Wende ein Liftmodul um Besucher. Ja. Wie komme ich jetzt da am besten hin? Ich möchte jetzt erstmal schon mal einen Weg bauen, bevor ich jetzt hier einfach nur ganz Zeit rumgammel. Dann bauen wir jetzt erstmal einen Weg. Ich könnte mal dahin gehen. Ich baue einen Weg. So. Da ist meine Insel. Ich möchte jetzt hin. Die Sache jetzt. Moment. Doch, das sollte ja funktionieren. Aber ich möchte gerne einen breiteren Weg haben. Oh, wie haben wir jetzt? Ach so, das hat er gleich gespeichert. Entschuldigung. Okay. Können wir ja hier wieder ein Riesenrad bauen, oder? Einfach, weil es geht. Jo, einfach, weil es geht. 3000. Ja, bauen wir dann ein Riesenrad. Und ein paar Fahrgeschäfte. Knallen wir das Riesenrad direkt dahin. So. Ich habe ja ein bisschen Geld. Okay, schwimmende Bäume. Ja, wie schon gesagt, also die Kampagne ist ja auch eher so. Ja. Ja, es macht schon auf eine Weise irgendwo Spaß. Kokoshop. Zu essen. Was haben wir denn noch nicht? Und das. Okay, die ersten latschen schon hier hin. Ja, natürlich, entdecken, was so Neues gibt, ne? Bleibt jetzt da stehen. Kann ich zwar nicht bauen, aber
Guckt mich jetzt auch nicht weiter. Reich gesperrt. Ich glaube mal, die werden auch so klarkommen. Hätte sich jetzt mal so. Müllige Mülleimer. Zack, zack. Haben wir den Park auch schon mal ein bisschen erweitert. Jawollo. Was mir gerade noch einfällt, wir bräuchten noch Personalraum. Ein Personalraum brauchen wir. Wir können noch ein paar Attraktionen hier hinsetzen. Was haben wir denn noch nicht? Bumperbalgerei. Fliegende Balloons. Die ballern wir hier hin. Gut. Hätten wir das? Na, reicht das? Jawohl. Leute anlocken. Wir brauchen mehr Leute im Park. Noch eine Insel. Meins, meins, meins. Nicht käuflich. Ich muss nur noch eine Insel kaufen. Und dann kann er mich mal. Hat mich gewonnen. Kann er seine Ziele nicht mehr erfüllen. Gut, was macht jetzt Miese? Ja, weil noch kein Personal da ist. Und das da. Und der Ballonshop. Den impossifizieren wir auch gleich noch. Ich glaube, den impossifizieren wir. Können wir hier noch irgendwas was einstellen, was die Leute kaufen können? Nö. Habt ihr jetzt hier impossifizierte Shops? Kann das sein? Ja. So. Reishi-Kakao. Ja, gönn dir, Brudi. Ah, wir müssen halt Leute rüber locken, ne? Es kommt wieder Geld in die Taschen. Jawohl, also, okay, Warteschlangen sind wichtig, die Länge ist entscheidend. Zu lang ist auch kacke. Er macht Plus, das ist in Ordnung, aber das Interesse geht runter. Die sehen so krass aus, ne, diese impossifizierten Dinge. Ja, Achterbahn musst du ja denn komplett umbauen. Damit muss ich mich mal im freien Spiel mal beschäftigen mit. Ja, irgendwie cool. So. Wie siehst du impossifiziert aus? Na? Fun Fact: Blätterteig kann über 700 Schichten haben. Aber wenn ich ihn esse, schaffen es nur etwa 500 in meinen Mund. So eine Sauerei. Ja, Hemlock. Soll er kaufen. Ich wieder einen Parkplatz drauf bauen, ne? So absurd, ne? Aber auch so. Ja. Gut. Das funktioniert, das funktioniert, das funktioniert. Komm, Stufe 4, bitte, bitte, bitte.
ist irgendwie noch mehr Spaßbewertung. Irgendwie noch mehr Spaßbewertung reinkriegen. Dann könnte ich die nächste Stufe freischalten. Wo sind wir denn eigentlich? Hier. Keine vier Inseln kaufen. Ja, das sollte nicht das Problem sein. Keine offenen Kredite. Boah. Schnell. Schnell. Was können wir noch an Attraktionen bauen? Oh, du bist gerade im Angebot. Okay. Überzeugt. Können wir dich da hinten hinsetzen? Wo würdest du besser reinpassen? Ich knall dich jetzt einfach hier hin. Ist sauberer. So ein bisschen zumindest. Ich wollte den Ballonshop doch impulsifizieren. Das war doch meine Mission. Werden wir gleich machen. So ein bisschen, was heißt Sorgenkind, ne? Aber ich glaube, der wird profitieren. Na komm, füll dich. Aktuelle Begeisterung. Sauberkeit. Ich glaube, ich werde noch eine Reinigungskraft einstellen. Und deine Aufgabe ist es nur, Abfall aufzuheben und der du wirst nur Abfall aufheben. Das wird dein Job sein. Für mehr wirst du nicht eingestellt. Kann ja nicht sein, dass hier alles vollgemüllt ist. Aber wird hier, denke ich mal, einen gewissen Zenit überschreiten irgendwann? Kann man hier auch nicht mehr verlieren. Jo, Sauberkeitsbewertung geht hoch. Dadurch kriegen wir die Punkte. Dann kompensiere ich das nur mit Spaß. Oh, ich kann gleich dich upgraden. So lange warten wir noch. Dann gucken wir uns das mal an. Mal gucken, was passiert. Mach plus. Ja, so eine Stellen finde ich vollkommen widerlich. Jetzt einen Abgestellten, der nur dafür da ist. Müll aufzusammeln. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Fun Facts: Um eine normale Person anzuheben, bräuchte man über 4.500 Heliumballons. Und außerdem müsste man sie ablenken, um die Ballons unbemerkt an ihr festzubinden. Oh, Waschbären. Cool. Oh. Haben will. Hier los, hauen jetzt ab. Brennt hier irgendwas? Was ist denn kaputt? Sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.